Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Review. Ich zeige euch heute den Invasion-Mod für die Minecraft-Version 1.4.5 und was dieser Mod kann. Der Mod fügt euch, ja, so eine Art, ja, würde ich jetzt mal sagen, Tower Defense in Minecraft hinzu. Mit dem Mod kann man, ja, der Mod ist riesig, also der ist richtig geil, der ist auch noch ziemlich groß, hat neue Items, neue Mobs. Ja, und ich zeige euch das jetzt mal. Also erstmal könnt ihr hier auf Seite 7 bei Too Many Items habt ihr die ganzen neuen Items. Hier, die heißt, also hier, ja, ganz viele. Ich zeige euch jetzt, wie man die craftet. Und zwar, es gibt einmal diese Small Remains und dadurch kriegt man diese Reflux, keine Ahnung. Und die bekommt man nachher auch bei dem Tower Defense, kann ich nachher zeigen, zur Belohnung. Und damit kann man auch Sachen craften, zum Beispiel hier und oben und unten jeweils ein, und dann bekommt man einen blauen also Lapis Lazuli, und damit ist halt gesagt ein Farbstoff, oder kann man halt auch einen Block machen. Dann kann man auch aus denen als Belohnung bei 3 Stücken Diamanten machen, bei 2 nebeneinander Redstone oder bei einem 4 Iron Ingots. So, und dann kann man auch mit denen hier noch hier so links eine Reihe mit diesem Flachs und daneben ein Diamantschwert. Dann bekommt man dies hier Infused Sword, und das ermöglicht euch, wenn ihr bestimmte Gegner killt, dann könnt ihr auf Rechtsklick euch dann 3 Leben wieder so herstellen. Dann gibt es noch, ja, man tut hier einen Bogen hin, dann tut ihr so links um die Ecke so auch dieses Flachs, und dann bekommt ihr halt diesen Searing Bow. Der ist ein bisschen stärker, und wenn ihr den länger haltet, kommt dann so ein Feuerfall. Dann gucken wir mal hier. Hier bekommt ihr, wenn ihr Iron Ingot so macht, also so eine Art, ja, Fernbedienung, dann bekommt ihr Nexus Adjuster. Der ermöglicht euch nach auf diesen Nexus Stein. Ja, genau, den hole ich schon mal raus. Nexus, den hier. Der ermöglicht euch nachher, wenn rechts klickt, den Radius, also so gesagt, dass es größer sind, dass in einer größeren Entfernung Mobs spawnen. Dann gibt es Traps, und zwar ihr tut Iron Ingot so an den Ecken und tut innen drin ein Flachs, dann bekommt ihr so eine Empty Trap. Dann tut ihr so oder so, kann auch sein, dass es so ist, dass ich mir vertan habe, auf jeden Fall ein Empty Flachs in die Mitte. Und dann tut ihr entweder da drüber oder nee, da drunter meine ich sogar, dann ein Lava-Eimer, und dann bekommt ihr Flame Trap. Da zeige ich auch noch, wie das geht. Und wenn ihr dann 3 Stück bekommt und dann nachher in diesen Nexus-Teil reinsteckt, bekommt ihr die hier, Rift Trap. Die sind auch ganz gut. Dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem Wichtigsten, um das überhaupt zu starten. Ihr tut hier einen Bone hin, ein Redstone, Redstone Flash und halt eine Schüssel. Dann bekommt ihr halt das hier. Und hier macht ihr Bone, Bone, Kohle, auch Schüssel, und dann bekommt ihr halt das hier. Das ist einmal das Normale, und das hier ist das, ja, Schwierigere, und das ist auch noch nicht fertig. Und zwar, ihr müsst, ich habe jetzt schon ein bisschen Kohle drin, ihr müsst das jetzt in den Ofen schieben. Warten wir ein bisschen. Also der Mod ist schon richtig geil, der ist riesig. Okay, ich könnte das schon mal aufstellen. So. Ah. So, und bekommt einen Nexus-Kristall. Das ist halt so gesagt unser Fahrschein, dass wir da rein können. Das ist halt der normale, und das ist der, ja, der schwierigere, der auch länger dauert. Deswegen nehme ich den jetzt nicht, ich nehme den leichteren. Ups. Ja, dann, was wollte ich noch zeigen? Also die Mobs, die können, ja, die können Items, also diese können die Blöcke kaputt machen. Ja. Ah, ich bin erstmal richtig unfähig. So, muss jetzt nicht schön sein, so. Und dann. Genau, so. Und den haben wir gesagt, nehme ich nicht. Dann nehme ich mir kurz ein gutes Equipment. So. 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 Na. Das heißt immer Pfeil. Ach ja, Arrow. Bläh. So. Dann ziehe ich mir die Rüstung mal an.
und ich mir so Heal Potions, damit ich ein bisschen, damit ich nicht abkacke, so. Ups. Ich mache immer auf Rechtsklick. So. Dann macht man einen Rechtsklick drauf. Und das ist halt nachher so gesagt unser, was wir verteidigen müssen. Ja, das müssen wir verteidigen. Und ja, dann versuchen die Zombies das zu killen. Also ich klicke jetzt hier rein. Und jetzt wird das aktiviert, ganz da oben ist. Ich kann es auch noch rausnehmen, mache ich es aber nicht. Und ja, dann zeige ich euch das jetzt, wenn es startet. Ja, es gibt verschiedene Wellen. Und wenn es jetzt fertig geladen ist, dann steht ihr jetzt auch, Wave coming soon und so. Werdet ihr sehen. Da. First Wave is coming soon. Die Zombies sehen richtig geil aus. Die haben andere Texturen. Ich finde das... Moment. Okay, ist gut. Ich finde das richtig geil. So, das sieht richtig, richtig geil aus. Da hinten kommt schon einer. Oh, ich bin ja noch ein Creative. Da kommt auch einer. Weil die verbrennen ja nicht, sieht man ja auch. Und, ah, jetzt habe ich das mit dem Radius vergessen. Weil wenn man hier rechtsklick macht, so. Hier steht Radius 52. Und mit diesem Teil vorher, bevor das gestartet ist, kann ich den Radius erhöhen. Also so gesagt, ist das ein bisschen, da kommen die aus weiteren Entfernungen. Das ist auch ziemlich cool. Ja, hier. Ich kann jetzt eben zeigen. Na, es sind mehrere. Also die hier können... hier die Fassaden kaputt machen. Die mit dir, es gibt auch welche mit den Schwertern, in der Hand, und die machen nichts kaputt. Ja, der hier, der hat jetzt versucht, das kaputt zu machen. Eine sehr coole Animation. Ich zocke jetzt mal so ein bisschen, bis ich so keine Lust mehr habe. Hinten kommt auch schon wieder einer. Also ich kann jetzt, also hier normal halten. Oh, normaler Pfeil und lange halten, dann wird er so rot. Ja, jetzt. Dann. So. Feuerfall. Na Mist, nicht getroffen. Ah. So. Und dann schlagen wir den nochmal so. Und tot ist er. Und dann gibt es noch andere Tiere, also es gibt auch Minispinnen, die kommen so aus so kleinen Kokons. Ja, dann kommen noch so Pigments, die sind richtig geil aus, die haben eine Brille. Ja, hier ist einer mit einem Schwert, der kann nicht die Fassaden kaputt machen. So. Jetzt kommen bestimmt weitere Spinnen. Und ich hoffe mal, wenn diese Arbeiter kommen jetzt. Die sind richtig geil. Die sind Pigments und die können so sich überall hinbauen. Und die können so Sachen bauen. Da können die normalen Zombies dann auch drüber. Das ist ziemlich cool. Ja, und wo werden jetzt gespawnt? Ja. Ah, da hinten wird der erste wieder gespawnt und kommt hier wieder einer raus. Ne, erstmal nicht. Also ich habe jetzt extra so einen Ort hier gewählt, damit, ja. Damit ich zeigen kann, wie die sich hier so ranbaut. Da hinten kommt einer. Aber jetzt erstmal kill ich den hier. Also ich muss sagen, der Mod, der gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ist ein echt gut gemachter Mod. Also wenn man nah genug ist, an dem hier, versucht er einen anzugreifen. Hier. Und wenn ich weit genug weg bin, versucht er hier mein Nexus, also mein Tower hier, mein Ding hier anzugreifen. Der kann sehr, sehr schnell Sachen kaputt machen. Das ist jetzt eine normale Spinne. So. Da kommen schon ganz viele. Da kommen jetzt auch Skelette. Ja, hier, da sieht man, der macht gerade meinen Tower kaputt. Hier sieht man jetzt auch gleich, dass er angezeigt wird, dass mein Tower kaputt geht. Also ich habe das schon etwas ein bisschen gespielt, weil ich es so geil fand. Macht er mal kaputt. Guck da baut er. Das finde ich richtig geil. Ja, und hier hat er was gemacht. Und hier, weil ich eine Wave gemacht habe, habe ich so einen Flux bekommen. Da kann ich mir nachher von Belohnungen so gesagt holen. Ja, es tut mir leid, wenn meine Tastatur und Maus so laut ist. Ja, das sind so... Ja, die Maus ist richtig billig. Und
Ja, meine Maus, also die Tastatur ist billig, Entschuldigung. Die Maus ist eigentlich eine ganz gute von Logitech, oder? Ja, doch, Logitech. Ja, hier baut er, hier hat einen Hammer in der Hand. Aha. Bau nicht weiter. So, und das können halt auch die Zombies nachher nutzen, wenn sie wollen. Ja, Welle 3 beginnt. Ja, also ich würde mal sagen jetzt, das reicht erstmal. Ey, du wirst jetzt weg von meinem Tower. Also die haben auch einen größeren Radius, wie man noch gesehen hat gerade, hat mich schon eher angegriffen. Ja, was wollte ich jetzt mal sagen? Ja, diese kleinen Spinnen und so könnt ihr selber finden. Und ja. Ja. Die Blocks, alle Blocks haben auch bestimmte bestimmte Stärken. Und ja, das kann man auch auf der Internetseite sehen. Ich habe jetzt auch nicht alle Crafting-Rezepte gezeigt, aber so gut wie alle. Weil ihr könnt das nochmal auf der originalen Seite nachlesen. Und ja, ich würde mal sagen, dann sehen wir uns jetzt gleich auf dem Desktop. Oh, Creeper. Der kommt auch hin. Dann sehen wir uns auch jetzt gleich auf dem Desktop und ja. Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt Rechtsklick gemacht, so. Okay, jetzt endlich sehen wir uns gleich auf dem Desktop und ja. Dann bis gleich. So, jetzt sind wir bei der Installation des Videos, des Mods, des Videos, sage ich schon. Was ihr für den Mod braucht, ist einmal die Minecraft Forge, die 1.4.5 und den Invasion-Mod. Ja, dafür geht ihr einfach in den Link. Hier, ich habe das nochmal mit Ausrufezeichen gemacht, weil das in der Kategorie 1.4.4 Mods ist, weil es gibt noch keine 1.4.5, ja. So, dann könnt ihr hier nochmal, ich habe ein paar Screenshots gemacht, 14 Stück. Ja, könnt ihr hier beide auf Download klicken, dann habt ihr die Dateien. Ich habe sie natürlich schon auf dem Desktop. Dann macht ihr mit Start und er öffnet ihr das Fenster Ausführungen und gibt dort Prozent, App Data Prozent ein. Ich habe jetzt sowas Komisches stehen. Ich kann aber auch das hier eingeben. Oder ich kann es auch hier unten eingeben, das ist das gleiche. Auf jeden Fall geht ihr in den Punkt Minecraft Ordner. Ja, hier haben sich jetzt ganz viele Sachen wie einem Invasion-Mod gebildet. Auf jeden Fall macht ihr Rechtsklick, neu. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, öffnet, macht einen neuen Ordner und nennt ihn Mods. Ich habe ihn jetzt schon, den Mods-Ordner. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach ersetzt. Dann geht ihr in den Mods-Ordner rein. Ja, okay. Geht in den Mods-Ordner rein. Ich habe jetzt schon eine Datei drin, die kann ich löschen. Nimmt den Invasion-Mod und zieht ihn einfach in den Mods-Ordner. Einfach nur reinziehen. Dann geht ihr zurück. Dann geht ihr in den Bin-Ordner. Öffnet die Minecraft Jar Meet Winra Archiver. So. Als erstes müsst ihr den Meta-Info-Ordner löschen. So. Dann geht ihr in die Minecraft Forge. Macht Steuerung A. Und zieht alle Dateien hier rein. So. Da ist auch ein Meta-Info-Ordner drin. Also nicht wundern, warum jetzt wieder ein Meta-Info-Ordner hier drin ist. Das ist einfach so. Gut, dann habt ihr den Mod auch installiert. Ja, was ich noch zeigen wollte, der Originalbeitrag. Hier ist der Originalbeitrag. Hier könnt ihr nochmal ein bisschen was gucken. Hier Mod, die ganzen Crafting-Rezepte und sonstiges. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Oder, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und würde dann mal sagen, ciao Leute.